Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart und besprechen die neuesten Bitcoin-News. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Beginnen wir das heutige Video mit der aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart-Analyse. Und wie ihr sehen könnt, Bitcoin hat hier unser nächstes Preisziel, also in der Region hier 64.000 bis 65.000 Dollar, also dieses letzte Top hier erreicht. Ihr wisst ja, wir haben hier von vor circa 10 Tagen unser Bitcoin-Trade besprochen. Hier haben wir ja damals gesagt, in dem Moment, wo wir diesen Abwärtstrend hier brechen, bei ungefähr 55.600 Dollar, gehen wir long. Damals war das erste Preis dann ungefähr 58.000 Dollar, dann hier oben drüber 61.000 Dollar. Und im letzten Video haben wir dann hier das nächste Preisziel besprochen. Hier haben wir dann gesagt, das nächste Preis liegt hier ungefähr bei den letzten Top 64.000 bis 65.000 Dollar. Wie ihr seht, haben wir also hier jetzt alle Resistance gebrochen. Wir haben hier diese Resistance gebrochen, hier oben diese Resistance gebrochen und auch hier die horizontale Resistance bei 61.000 Dollar und jetzt hier oben unser nächstes Preis, also das letzte Top hier bei ungefähr 64.000 bis 65.000 Dollar erreicht. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal den Chart etwas aufräumen. Wir holen hier diese Trendlinien nochmal raus und jetzt können wir hier neue Trendlinien anzeichnen. Da sehen wir, das sehr interessant ist. Ihr seht nämlich hier einmal jetzt die Tiefs miteinander verbinden und dann hier diese Linie klonen und auf die Tops hier anlegen. Seht, da haben wir hier eine Art Aufwärtschannel geformt. Hier oben auch schon die Oberseite angetestet. Das heißt, wenn wir jetzt hier einmal diese aufsteigende Resistance plus eben die Resistance hier von der roten Box. Zudem muss man auch sagen, sind jetzt hier viele Long-Positionen in den Markt gekommen. Das sehen wir nachher noch in den On-Chain-Grafiken. Deswegen ist es normal, dass wir hier vielleicht eine kleine Ablehnung haben. Aber solange wir jetzt hier nicht nochmal unter das letzte Tief fallen, also hier unter 60.000 Dollar, so lange sieht es gut aus. Das heißt, selbst wenn wir hier runterkommen, ungefähr auf 61.000 Dollar, hier dann nochmal die schwarze vorherige Resistance als Support bestätigen und auch hier die aufsteigende Trendlinie, dann haben wir wieder ein höheres Tief und können von hier aus die nächste Aufwärtsbewegung dann in Richtung 65.000 Dollar und darüber hinaus mitnehmen. Das heißt, es für alle, die hier diesen Trade, den wir vor 10 Tagen hier besprochen haben, eingegangen sind, die haben jetzt hier schon ohne Hebel ungefähr bis hier oben 15% mitgenommen. Das heißt, wer einen konservativen Hebel benutzt hat, Dreierhebel oder Fünferhebel hat, der hat also hier jetzt schon ungefähr 45 bis 75% Profite mitgenommen. Das gerade mal in 10 Tagen. Also wirklich hier schon ein enorm starker Trade. Und für alle auch, die hier meinen Kanal kostenlos unterstützen wollen und diese Trades, die ich in den Videos vorstelle, umsetzen wollen und dazu noch eine geeignete Börse suchen, die kann ich hier Femex empfehlen. Femex ist die Plattform, die ich selbst auch verwende. Und der Vorteil hier bei den Affiliate-Links ist ja auch das Kanalkonzept. Ich möchte nicht, dass für euch aktive Kosten entstehen. Dafür könnt ihr also hier den Femex-Link verwenden. Dadurch könnt ihr kostenlos den Kanal unterstützen, ohne dass für euch eben hier zusätzliche Kosten entstehen. Ganz im Gegenteil, ihr bekommt hier noch Premium und auch Rabatt auf die Handelsgebühren. Also eine Win-Win-Situation für uns alle. Ansonsten, wenn wir zurückkehren hier auf den Bitcoin-US-Dollar 4-Stunden-Chart, können wir uns hier noch den Lux-Eigenindikator anschauen. Ihr wisst hier die üblichen Einstellungen, Sensitivität auf 24 auf dem 4-Stunden-Chart und die NeoCloud auf 1. Und hier seht ihr auch, wunderbar hat die NeoCloud hier durchgehend immer wieder als Support gedient. Auch aktuell sind wir hier noch über der NeoCloud. Ihr seht also, auf dem 4-Stunden-Chart sind wir hier noch long eingestellt. Nach wie vor aber, wenn wir hier auf den Tageschart wechseln, hier nochmal die Sensitivität auf dem Tageschart auf 19 anpassen und die NeoCloud auf 2. Hier seht ihr allerdings auch noch, wir kommen jetzt hier nochmal in die entscheidende Zone, denn ihr seht, wir testen jetzt hier oben nochmal die NeoCloud als Resistance an, in der Zone eben von 64 bis 65.000 Dollar, wo wir zuvor hier auch abgelehnt wurden und die Korrektur runter hatten bis auf 52.000 Dollar. Das heißt also, nach wie vor geht auf dem mittelfristigen Chart, also hier auf dem Tageschart, sind wir jetzt tatsächlich erst bullish, wenn wir es auf den Tageschart schaffen, hier über 65.000 Dollar zu schließen und dann rechne ich damit, dass wir hier in Richtung der 69.000 bis 70.000 Dollar ansteigen. Das wäre dann also von dem aktuellen Niveau hier nochmal ein Anstieg von ungefähr 10% und von dem Niveau, wo wir hier unseren Trade eröffnet haben, ungefähr ein Anstieg von 25%, also hier dann wirklich schon massive Renditen. Das sind jetzt hier die nächsten Preisziele. Also achtet darauf, in dem Moment, wo wir die 65.000 Dollar auf dem Tageschart mit einer Tageskerze übertreffen, ist hier der Weg frei in Richtung der 70.000 Dollar. Also wenn ich das euch nochmal zeige, also hier zu unserer langen Resistance hier, also zu dieser abfallenden Trendlinie, die wir jetzt schon mehrfach angetestet haben, darauf also jetzt unbedingt achten. Das war also soweit zur Bitcoin-Chart-Analyse. Jetzt kommen wir zu den Bitcoin-News und On-Chain-Daten. Und hier sehen wir nochmal, das FOMC-Meeting, was wir hier hatten, war das unsicherste, was wir bisher gesehen haben. Hier herrscht eine hohe Uneinigkeit, wie sich eben hier die Leitzinssenkung auf dem Markt ausüben wird und ob es eben 25 oder 50 Basispunkte werden. Wir dann aber wissen, dass wir auch vom Markt erwartet, sind hier die Interest Rates um 50 Basispunkte eben abgefallen. Und hier haben wir nochmal die Zusammenfassung des Meetings und was hier der meiner Meinung nach entscheidende Satz war, war eben, dass Jerome Powell darauf bestanden hat und das auch hier betont hat, dass die Wirtschaft nach wie vor
übergeordnet stark ist und dass auch der Arbeitsmarkt noch stark ist im Verhältnis mit den ungefähr 4,5% Arbeitslosenquote, dass das eben historisch immer noch eine sehr niedrige Arbeitslosenquote ist. Und so hat er einfach die Angst vor der Rezession genommen, die ja immer noch viele haben, wo ich auch von Anfang hier seit Monaten gesagt habe, es wird in diesem Jahr keine Rezession geben. Und somit konnten sich dann die 50 Basispunkte positiv auf den Markt auswirken, da eben die 50% Basispunkte-Senkung hier nicht kam aufgrund einer Krise, sondern weil die Inflation so weit bekämpft wurde, dass man sich jetzt einfach 50 Basispunkte erlauben kann. Deswegen hatten wir auch hier die positive Reaktion und wie ihr wisst, fallende Leitzinsen extrem positiv für den Bitcoin. Hier seht ihr es auch nochmal, das letzte Mal im März 2020 hatten wir hier fallende Zinsen. Hier hatten wir also die Nullzinspolitik, danach auf das Bitcoin hier hoch explodiert, damals an knapp die 70.000 Dollar ran. Und jetzt seht ihr auch, in dem Moment der 10 nochmal die Leitzinsen fallen, können wir auch davon ausgehen, dass Bitcoin nochmal massiv explodieren wird. Und was auch cool ist, der Markt erwartet hier sogar noch stärkere Rate Cuts, als eben hier die Fed bisher bekannt gegeben hat. Das heißt also, es könnte sein, dass in diesem Jahr die Zinsen auch im nächsten Jahr noch aggressiver fallen, als viele es jetzt vielleicht denken. Das würde sich also umso positiver nochmal auf den Bitcoin-Kurs auswirken, da wir dann einfach nochmal billiges Geld haben, also eine hohe Liquidität, was ja extrem positiv für unsere Kryptowährung oder generell für Risk-On-Assets ist. Ansonsten können wir auch sehen, direkt nach dem Meeting können wir sehen, dass hier die CME-Futures nochmal gezwitscht sind. Ihr seht, die hatten hier massive Short-Positionen, die wurden jetzt komplett abgebaut. Stand auch hier die institutionellen Trader wieder extrem bullig zu sein auf dem Markt, also haben hier die Leitzinssenkung auch als positives Zeichen dann wahrgenommen. Zudem können wir hier auch sehen, dass direkt nach dem Meeting hier auch 1 Milliarde in Contracts hier an Open Interest für Bitcoin zustande gekommen ist, also hier massive Long-Position. Deswegen, wie gesagt, kann es jetzt auch sein, dass wir vielleicht nochmal runterkommen auf die 60.000 Dollar, um einfach hier überhebelte Positionen nochmal aus dem Markt zu nehmen. Aber wie gesagt, solange wir nicht schon das letzte Tieffallen vorhin erklärt in der Chartanalyse, ist das hier auch nach wie vor ein bullischer Ausblick. Zudem können wir hier auch sehen, das Typische, die Short-Term-Hodler haben wir wieder panisch verkauft. Ihr seht, die sind hier auf das niedrigste Niveau in der 30-Tagen-Change hier seit 2012 gefallen. Und im Gegensatz dazu können wir sehen, dass hier die Long-Term-Hodler nochmal am Akkumulieren sind. Und ich hoffe, bei euch, ihr gehört auch dazu, zu denen, die akkumuliert haben. Das habe ich wirklich über die letzten Monate immer wieder gesagt. Wir werden hier bullisch aus dieser Seitwärtsphase, in der wir uns hier seit März befinden, auspreschen. Also ich hoffe, ihr habt hier nicht aufgrund von irgendwelchen Bären, die euch erklären, dass angeblich der Bitcoin auf 30.000 Dollar fällt, hier panisch verkauft. Ich hoffe, ihr habt auch zu denen gehört, zu denen, wie ich es ja auch selbst gesagt und auch gemacht habe, die hier stufenweise nachgekauft haben. Bitcoin, Ethereum und vor allem auch die Bitcoin-Aktien, die ich ja hier auch vorgestellt habe. Ansonsten können wir auch sehen, Bitcoin-Wale sind auch wieder heftig am akkulieren. Ihr seht hier die massiven Outflows von den Exchanges, das heißt große Player sind hier definitiv am Kaufen. Und da sehen wir auch, wenn wir jetzt hier die Bestände der Bitcoin auf den Börsen anschauen, ihr seht, weniger als 15% des gesamten Bitcoin-Supplies liegt noch auf den zentralisierten Börsen. Also hier ein bullisches Anzeichen spricht ganz klar gegen einen Bärenmarkt, denn im Bärenmarkt steigen die Bestände auf den zentralisierten Börsen. Momentan sehen wir ja, dass hier sukzessive am Abfallen sind, also ein bullisches Zeichen, dass der Bullrun nach wie vor intakt ist und sich auch weiter fortsetzen wird. Ansonsten sind wir hier auch nochmal M2-Geldmenge. Ihr seht es, die M2-Geldmenge ist schon ausgebrochen. Ihr seht hier in der Vergangenheit die extrem enge Korrelation. Das bedeutet also, diesen Breakout, der hier die M2-Geldmenge hingelegt hat, die erwartet, dass die Bitcoin hier in den nächsten Monaten in Richtung der 100.000 Dollar nachnehmen wird. Ansonsten sind wir hier auch nochmal nach wie vor in 2 Wochen, also jetzt im 4. Quartal, kommen die 16 Milliarden an Cash für die FTX-Geschädigten nochmal an den Start. Und ihr wisst, die alle sind kryptoaffin. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass ein Großteil dieser 16 Milliarden in dem 4. Quartal in den Markt laufen werden. Also hier dann auch nochmal ordentlich Liquidität, sollte sich auch bullisch auf die Kryptos hier auswirken. Ansonsten noch Neuigkeiten von Mike Zeller bzw. MicroStrategy. Die haben jetzt ihre Wandel allein erhöht auf 875 Millionen statt 700 Millionen. Also wir wollen hier nochmal ordentlich nachkaufen. Und ich muss auch sagen, ich habe gestern hier nochmal die Krypto-Aktien, die ich vorgestellt habe, also die Bitcoin-Aktien nachgekauft. Größte Position MicroStrategy und Coinbase. Dann noch kleine Positionen bei CleanSwap, Mara und Riot. Die waren auch hier schon nach meinem Kauf ziemlich schnell im Profit. Also nach wie vor bin ich extrem bullisch auf diese Bitcoin-Aktien. Ansonsten können wir hier auch sehen nochmal das Timing. Und das habe ich ja auch in den vergangenen Monaten erklärt. Es ist üblich, dass wir oftmals über den Sommer eine lange Seitwärtsphase hatten. Ihr seht es hier 2016, 2017 nach dem Halving. Hier 168 Tage, 2020, 2021 hier nochmal insgesamt 161 Tage. Und ihr seht es auch hier momentan 2024, 2025 jetzt 153 Tage. Das heißt also innerhalb von 10 bis 15 Tagen, also sagen wir mal grob 2 Wochen, wenn so der September zu Ende ist und der Oktober beginnt, sollte ihr rein vom Timing dann hier die nächste Bewegung im Bullrun anstehen. Das heißt also zeitlich sind wir aktuell absolut noch auf
Spur. Ansonsten können wir auch sehen, viertes Quartal extrem bullisch. Im Durchschnitt haben wir im vierten Quartal einen Anstieg von 88,84% und dieses vierte Quartal steht uns jetzt bevor. Deswegen bin ich ja nach wie vor zuversichtlich, dass wir es noch schaffen können, bis Ende dieses Jahres an den 100.000 Dollar für Bitcoin zu kratzen. Und abschließend hier nochmal, seht ihr es auch, Gold hatte diese Seitwärtsphase mehrfach hier die Resistance angetestet, BAP ausgebrochen auf ein Allzeithoch, S&P 500 hatte hier auch eine Korrektur, bisschen konsolidiert, ausgebrochen auf Allzeithoch und genau diese Bewegung erwarte ich für Bitcoin für das vierte Quartal 2024, vielleicht auch rein bis in das erste Quartal 2025 in den sechsstelligen Bereich. Also ich bin nach wie vor unverändert bullish. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.